Auf die Plätze, fertig, los. Das ist Folge 168 von Jörn Schaas Fun im Podcast. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ich bin mal wieder unterwegs und nehme mit meinem Ansteckmikrofon auf, denn ich habe eine Wahnsinnstat begangen oder ich bin dabei, sie zu begehen. Ich habe mir nämlich überlegt, ich fahre mal mit dem Fahrrad zur Arbeit. Vollidiot. Ja, warum mache ich das? Einerseits natürlich klar, ich bewege mich zu wenig. Und ich suche immer noch nach etwas, was ich an Sport in meinen Alltag integrieren kann. Inzwischen weiß ich, dass eine Fahrt zur Arbeit mit dem Fahrrad es auch nicht ist. Aber dazu später mehr. Die Voraussetzungen sind ja an und für sich gut. Ich habe ein neues Fahrrad. Das läuft hervorragend. Das war mir bisher immer bequem genug. Und ich fand es immer ein bisschen schade, dieses fantastische Gerät nur dazu zu benutzen, dass ich zum Bahnhof und zurückfahre. Das ist irgendwie ein bisschen wenig. Das wird dem nicht gerecht, also habe ich gesagt, das muss auch mal auf eine längere Strecke, das muss mal raus, was anderes sehen. Ne? Fördern und fordern oder wie das heißt. Und dann kommt dazu, ist ja egal, wann ich auf der Arbeit ankomme, ich bin freier Mitarbeiter, ich bestimme meine Arbeitszeit selbst. Und wir haben ja nun schließlich im Büro auch eine Dusche, habe ich mir überlegt. Ich habe noch eine Fahrradtasche. Dann nehme ich einfach frische Klamotten mit, schwinge mich ungeduscht aufs Fahrrad, denn ich kann mich sowieso ausfringen, wenn ich im Büro ankomme. Gehe dann da duschen und dann fange ich mit der Arbeit an. So der Plan. Vorher hatte ich mich natürlich leidlich informiert, hatte mir überlegt, wie ich fahren würde. Nämlich so, dass ich durch Friedrichstadt und Lunden komme. Erstens ist das die reizvollere Strecke und zum anderen hält in Friedrichstadt und Lunden mein Zug. Denn so ganz unrealistisch drauf bin ich ja dann doch nicht. Ich habe gedacht, so 40 Kilometer, 44, mit dem Fahrrad, im Prinzip ohne Vorbereitung, das kann ganz schön knifflig werden. Und wenn ich also dann an den Bahnhöfen vorbeifahre, wo mein Zug ohnehin hält, müsste ich mir dann nur noch ein Fahrradticket kaufen. Und dann könnte ich einfach den Rest der Strecke mit dem Zug zurücklegen. Ja. Wie gesagt, es sind 44 Kilometer. Google Maps sagt, man braucht dafür ungefähr 2 Stunden. Habe ich gedacht, klingt ja vernünftig. Hat natürlich nicht darüber nachgedacht, dass Google vielleicht einen für mich eher unrealistischen Speed anlegt. Unrealistische Durchschnittsgeschwindigkeit. Und ich hatte auch mit niemandem davor drüber gesprochen. Außer mit meiner Frau, die gesagt hat, echt? Bist du sicher? Ich so, ja, wird geil. Sagst du, gut, dann mach. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, und gestern Abend haben wir in der Kirche gegrillt, also an der Kirche. Die machen immer so ein, ja, so Abendgottesdienstmäßig irgendwie was. Und da haben sie jetzt gesagt, Mensch, wir lassen mal einen ausfallen und machen da so eine kleine Andacht mit ganz viel Musik. Und danach wird gegrillt. Und das danach wird gegrillt war dann mein Part. War also für 35 Leute ungefähr Würstchen gegrillt. Und jetzt komme ich darauf, weswegen ich das überhaupt erzähle. Ich habe mich danach mit ihrem Anleiter ausgetauscht. Der, also sozusagen der Ausbilder, wenn du so willst.
Und der ist vor allem passionierter Radfahrer. Macht auch so ganz viel Fahrradurlaub mit seiner Frau und so. Und er sagte, ja, nach Heide ist er auch mal gefahren, so halt zum Spaß, nicht zur Arbeit. Und er hat 2,5 Stunden gebraucht, weil er keinen 20er Schnitt fährt. Jetzt muss ich hier absteigen, weil hier eine Baustelle ist. Moment. Versuche ich mal, mich hier nicht so dumm anzustellen. Und da habe ich überlegt, wenn der jetzt schon so lange braucht, dann wird es für mich natürlich eher knifflig. Und habe dann gesagt, naja gut, vielleicht wird es auch nichts. Aber das ist ja genau der Clou an meiner Streckenplanung, dass ich gesagt habe, ich muss ja nicht ankommen. Es reicht ja, wenn ich eines der Etappenziele erreiche. So. Und das war der Grund. Oder das war dann so eine Überlegung. Die ursprüngliche Motivation dafür, daran ist tatsächlich Tobi Bayer schuld. Und zwar mit so einem ganz einfachen Dingens. Ich muss mich immer noch durch die Baustelle zu Fuß bewegen, steht hier. Kommt mir aber ganz gut zu Pass, gerade muskulär. Tobi Bayer nimmt ja nicht mehr so häufig den Einschlafen-Podcast auf. Und deswegen muss man dann mehrere Folgen oder eine Folge auch mal mehrere Wochen im Zweifelsfall hören, bis sie dann, weil irgendwann hast du halt die aktuelle Folge über, ne, und dann willst du irgendwie was anderes hören. Und jetzt habe ich eine Zeit lang eine Folge gehört, wo er über seinen Radweg zur Arbeit spricht. Tobi fährt einmal in der Woche mit dem Fahrrad die 35 Kilometer bis Hamburg. Und wie das manchmal so ist, sowas inspiriert einen ja dann auch, wenn man sowas hört. Hier wird gearbeitet, man hört es. Ist so wie bei mir, was hier so gemütlich nach Spazierfahrt aussieht, ist herzmöglicher Arbeitsweg. So, das ist eben die Frage. Ist es nur Inspiration? Oder hat er mir im Schlaf fast eingeflüstert? Nee, keine Ahnung. Also, ich höre ja auch sehr, sehr gerne den Brombeerfalter. Und Daniel ist ja passionierter Radreisender. Er spricht dann immer von Tagestouren, von gemütlichen Tagestouren von ungefähr 80 Kilometern oder ein kleiner Ausflug von 25. Gut, und das ist eben so eine Sache, ne, das trägt dann eben zu dieser Inspiration bei. Mir ist aber auch von Anfang an klar gewesen, dass ich ja nun erstmal anfangen muss. Naja. Heute Morgen bin ich also um 6 losgefahren, top motiviert, habe mir, wie gesagt, frische Klamotten, 1,5 Liter Wasser, bisschen Proviant eingepackt, wer weiß, wie lange ich unterwegs bin, und bin um 6 losgefahren. Und das Ganze ging dann, es ging doch einigermaßen flüssig. Also ich bin zuerst von Husum aus an der Bundesstraße 5 längs gefahren, für ungefähr 11 Kilometer. Dann geht es links ab nach Friedrichstadt. Das ist ein wunderschönes Holländerstädtchen mit Grachten. Da habe ich euch ein Foto gemacht, das stelle ich euch in die Shownotes. Und eigentlich war ich vor Friedrichstadt schon so weit, dass ich gesagt habe, komm, ab zum Bahnhof in den Zug rein, fährst den Rest so. Und habe dann so halblaut darüber nachgedacht, so vor mich hingequasselt und merkte einfach, wie dadurch auch so ein bisschen die Kraft wieder zurückkam. Dadurch, dass ich da, ich weiß gar nicht, irgendwie, ich habe mich mit mir selbst unterhalten und das ging auf einmal viel besser. Und da habe ich gedacht, na gut,
dann fährst du halt noch eine Runde weiter nach Lunden. Das ist dann das nächste Etappenziel, wie gesagt. Und da werde ich dann mutmaßlich um 7:45 ankommen. Muss mich dann natürlich ein bisschen ranhalten, dass ich dann, also vielleicht schaffe ich es, den nächsten Zug da zu erwischen. Das wäre ganz gut. Sonst bin ich halt nicht bei der Konferenz, mein Gott. Andererseits muss ich um 8:40 im Funker, im Büro sein, weil ich da einen Termin habe, der aber zum Glück über Leitung stattfindet und vor allen Dingen nur im Büro. Das wird also gehen. Im Zweifelsfall dusche ich halt danach. Gerade ein bisschen Gegenverkehr gehabt. Hier gibt es ja natürlich mehr Autofahrer als Radfahrer. So, warte, ich wollte noch irgendwas Schlaues erzählen. Ach, keine Ahnung. Das Streckenprofil habe ich mir, zeigt Google Maps an, ist norddeutsch flach. Ich fange bei plus 14 Meter an und höre bei knapp plus 1 Meter auf. Zwischendurch geht es runter auf bis zu minus 2 unter 0, also minus 2 Meter über normal 0. Und die Radwege sind einigermaßen okay. An manchen Stellen gibt es so ein paar Baumwurzeln, die sich da durchgedrückt haben. Und natürlich habe ich Gegenwind. Man hat immer Gegenwind, wenn man in Schleswig-Holstein mit dem Fahrrad fährt. Aber mein Gott. Irgendwas ist ja immer, heißt es so schön. Und ich bin also sehr sicher, dass ich die Rückreise auf jeden Fall mit dem Zug antreten werde. Denn schaffe ich, glaube ich, nicht. Also das ist nichts, was ich nicht nochmal versuchen werde. Aber ich muss mich da mehr drauf vorbereiten, glaube ich. Und muss das ein bisschen schlauer angehen insgesamt. Und so wird es nichts. Das ist jetzt im Augenblick erstmal eine gewisse Quälerei. Also von der Muskulatur her geht's. Die Oberschenkel brennen ein bisschen, das ist aber erträglich. Der Hintern schmerzt. Weil es natürlich auch irgendwie, ne, Gelsattel muss man ja mögen. Und ich habe das Fahrrad ja ursprünglich gekauft im Fachhandel mit der Ansage, ich will halt hier in der Gegend ein bisschen rumfahren. Große Touren mache ich eh nicht. Da sagt die Fachhändlerin, dann reicht der, da brauchen sie dann nicht rumhühnern. Ja, nichtsdestotrotz habe ich natürlich als Vorbereitung auf diese Tour schon mal bei Amazon geguckt nach einem Fahrradcomputer, der dreierlei Geschwindigkeiten, Minimum, Maximum, Durchschnitt ermittelt, der das Höhenprofil aufzeichnet und gleichzeitig die Trittfrequenz ermittelt. Ich habe irgendwo gelesen, man soll auch nicht zu langsam fahren, weil das wohl aus Gründen nicht so gut ist. Und eine Trittgeschwindigkeit von 80 Umdrehungen pro Minute sei das Ziel. Alles unter 60 sei, Zitat, tödlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ohne, dass ich jetzt weiß, wie groß meine Trittfrequenz ist. Ich glaube nicht, dass ich schneller bin als 60. Aber, also Umdrehungen pro Minute. Entschuldigung. Naja. Also nur um das mal einzuordnen, was so meine Geschwindigkeit angeht. Ich habe meine erste Pause nach 35 Minuten gemacht.
Da hatte ich gerade 9 Kilometer weg. Und die Pause war auch dringend notwendig, um mal so ein bisschen den Hintern zu entlasten und ein Taubheitsgefühl an anderer Stelle mal loszuwerden. Ungekannte Probleme, die sich hier auftun. Und seitdem, muss ich auch ehrlich gestehen, ist der Abstand zwischen meinen Pausen doch deutlich größer geworden. Das liegt einerseits daran, dass auch die Handgelenke ein bisschen schmerzen. Und fairerweise muss man auch sagen, es liegt eben auch daran, ich musste in Friedrichstadt kurz anhalten, um euer Foto zu machen. Und es sah auch einfach so malerisch aus. Der Blick in die Gracht mit den Booten, die da liegen. Rumpelpumpel, ich fahre gerade mal Bahnübergang. Das hat mich eben auch ein paar Minuten gekostet. Und dann, ja, bin ich vorhin, habe ich natürlich nochmal angehalten, um mein Ansteckmikrofon anzupömmeln. Als ich gedacht habe, immer nur Podcast hören während der Fahrt bringt ja auch nicht weiter. Lass doch mal noch was aufnehmen. Und jetzt werde ich gleich nochmal anhalten müssen. Denn schließlich muss ich ja das Mikro auch wieder abbauen, die Aufnahme stoppen und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist dann das nicht mehr ganz so aussagekräftig, was ich an Fahrtzeit ermittle. Hätte ich mal doch so einen Fahrradcomputer gekauft. Da fällt mir ein, genau, Stichwort Fahrradcomputer. Die gibt es ja in allen Formen, Farben und Preisklassen vor allem. Und ich krieg's nicht mehr zusammen. Das war irgendwo bei dem einen, das war eine Übersetzung der Produktbeschreibung von Google Translate oder so. Da stand dann sinngemäß, ich habe das rauskopiert und habe es vertwittert. Sinngemäß stand da drin, wenn man auf eine höhere Qualität des Fahrradcomputers Wert legt, dann soll man doch ein teureres Modell kaufen. Aber in so einem verqueren, in so einer verqueren Übersetzung, dass es sehr lächerlich war. Naja, also die Überlegung steht natürlich weiterhin, doch ich muss es sagen, die Strecke Husum-Heide einmal komplett mit dem Fahrrad zu bewältigen, das ist schon so ein Ziel, das ich mir vorstellen könnte, erreichen zu wollen. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht leicht. Im Augenblick läuft es ja einigermaßen. Vielleicht fahre ich doch so alle 4 bis 6 Wochen mit dem Fahrrad. Zumindest einen Teil der Strecke. Ja. Mal gucken, wie es mir heute Abend geht. Machen wir mal so den Schlenker. Denn ich merke, so ganz begeistert sind meine Oberschenkelmuskeln davon nicht. Aber es geht ja auch genau darum, sowas zu trainieren. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es mir gegangen ist. Werde jetzt erstmal noch mal eine kurze Pause machen, einen Schluck trinken. Und dann die Kopfhörer wieder dran knuppern und den passiven Podcast-Konsum hier fortsetzen. Denn mir fällt ja eigentlich, ehrlich gesagt, schon seit ungefähr 7 Minuten nichts mehr ein. Ah, da fährt mein Zug gerade an mir vorbei. Das heißt, ich habe jetzt in Lunden sowieso 1 Stunde Aufenthalt. Naja, gut, es ist, wie es ist. Ja, ich melde mich später nochmal aus dem Studio, denn es gibt noch mehr zu erzählen, das sich aber erst nach dieser Aufnahme ereignet. Und dementsprechend muss ich darum dann Zukunftsjörn kümmern. Ja, gut, und wie ist es mir danach jetzt gegangen? Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Tour. Ich habe es geschafft in... Also ich würde mal schätzen, so die reine Fahrzeit, also sprich, wenn ich die Pausen abziehe, dürfte so bei 1,75 Stunden gelegen haben. Ich habe eine Distanz von 28 Kilometer geschafft, das aufs erste Mal. Da
bin ich eigentlich zufrieden. Das ist ein Schnitt von 16 Stundenkilometern ungefähr, den ich geschafft habe. Und das ist für meine Unvorbereitetheit, für meine nicht trainierte Sportlerseele ist das eigentlich schon ganz gut. Ein kleines Detail an der Geschichte noch. Ich habe ja da in Lunden gestanden. Und mein Zug kam dann der nächste um 8.44 Uhr und als ich in den Zug einstieg, bekam ich von der freundlich lächelnden Schaffnerin eine Visitenkarte. Denken Sie bitte beim nächsten Mal an die Sperrzeiten. Es ist nämlich jetzt so, dass man in den Zügen zwischen Altona und Westerland nicht mehr so ohne weiteres mit dem Fahrrad mitfahren darf. Zwischen 6 und 9 und zwischen 15 und 19 Uhr sind Fahrräder auf der Strecke verboten und zwar in beide Richtungen. Das hat den Hintergrund, dass von Niebüll nach Westerland jeden Tag ungefähr 4.000 bis 5.000 Leute pendeln, die sowieso schon unter der schlechten Zugsituation zu leiden haben. Also die Züge sind an der Stelle sowieso immer sehr voll. Und jetzt ist es ja so, dass auch viele Waggons noch kaputt sind, also die Wagenkupplungen überprüft werden müssen und wahrscheinlich bis November es dauern wird, bis alle Züge regulär wieder im Einsatz sind. Die Ersatzzüge laufen bei mir bei Twitter unter dem Hashtag Lulu-Zug. Die sind halt zum Teil aus den 90ern, die sind zum Teil schon ausgemustert, die sind häufig kaputt, die sind häufig verdreckt, die sind unkomfortabel im Vergleich zu dem, was sonst auf der Strecke fährt. Und die sind meistens auch kürzer, sprich, die haben weniger Kapazitäten. Und wenn da dann noch irgendwie eine Reisegruppe von 13 Fahrradfahrern einsteigt, dann ist das Ding halt einfach so blockiert, dass es überhaupt gar keinen Spaß mehr macht, damit zu fahren. Und wenn man da täglich pendelt, dann kann ich es zumindest verstehen, dass man sagt, auf der Strecke Niebüll-Westerland vielleicht sind keine Fahrräder erlaubt. Aber der Ministererlass war wohl nicht ganz so eindeutig oder war zu eindeutig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind jetzt auf der ganzen Strecke keine Fahrräder mehr zugelassen und das finde ich persönlich wahnsinnig schwachsinnig, wenn es eben nur um einen klitzekleinen Teil der Strecke geht. Ich hatte insofern Glück, als der Zug sehr leer war um die Uhrzeit und die Schaffnerin gesagt hat, naja, das ist ja jetzt Quatsch, sie da stehen zu lassen. Es liegt halt in ihrem Ermessen, ob sie mich dann mitnimmt während der Sperrzeit, aber sie hat gleichzeitig auch das Fahrradticket, das ich gekauft habe, nicht abgestempelt, weil man anhand der Zangennummer und der Zugnummer sehen kann, um wie viel Uhr ich da eingestiegen bin und den Ärger wollte sie mir und sich selbst ersparen. Naja. Es gibt noch ein bisschen was zu erzählen aus der restlichen Woche, ging schon gleich los, also ich hatte ja vergangene Woche erzählt, dass ich durchgearbeitet habe, 7 Tage wegen Sommertour und Schicht und so weiter und in diesem ganzen Trubel habe ich es dann irgendwie geschafft, unsere Frühdiensteinteilung falsch zu erinnern, also ich habe mir irgendwie aufgeschrieben, dass ich am Montag Frühdienst hatte und wie sich dann erst im Frühdienst rausstellte, hatte ich am Dienstag. Das heißt also ein blöder Wochenstart, nachdem ich durchgearbeitet habe. Ich habe dann auch sehr konsequent gesagt, dann fahre ich jetzt nach Hause. Habe mich also, nachdem ich um 6:10 im Studio war und mein Kollege, der eigentlich dran war und dann sehr verständnislos anguckte und sagte, was willst du denn hier? Ich sage, ja, was willst du denn hier? Habe ich dann gesagt, ja gut, dann kann ich auch um 9:48 Uhr wieder das Büro verlassen und mich um 10:02 Uhr in den Zug setzen. Und genau das habe ich getan. Das war hervorragend, hatte einen freien Tag und habe einfach mal ein paar Sachen gemacht, die hier dringend erledigt werden mussten. Zum Beispiel Rasenmähen. Das war so eine Geschichte, die, ich sag mal, mittelgut gelaufen ist. Ich bin nämlich mit dem Rasenmäher über ein Metallteil gefahren, das in einer wenig zugänglichen Ecke des Rasens liegt, also unter so einem Busch oder so. Da habe ich den Rasenmäher so reingeschoben, um da das Gras ganz zu erwischen, weil ich es besonders ordentlich machen wollte. Und dann rumpelte das und schepperte. Und seitdem mäht mein Rasenmäher nicht mehr, weil das Blatt, das Messer ziemlich beschädigt ist. Und dann war ich also sowieso schon ziemlich auf 180, weil das hat mich enorm aufgeregt. Und ich bin also zum Obi gefahren, habe gesagt, guten Tag, haben Sie eigentlich Rasenmäherblätter? Ich brauche eins für den und den Mäher. Und es stellt sich raus, Sie haben welche, aber halt nicht das. Das müssen Sie bestellen, das dauert 14 Tage. Und ich wollte aber so gerne den Rasen gemäht haben, weil ich ja nun dann demnächst auch eine ganze Zeit nicht da sein werde. Und da brauchte ich dann schweres Gerät. Oder bräuchte ich dann wieder schweres Gerät, so ähnlich wie bei der letzten Geschichte, ne, als ich aus dem Campingurlaub zurückkam, hat es ja auch nicht so richtig geklappt. Also was heißt, ich konnte ja dann mähen, aber es war ja anstrengend.
Und das wollte ich verhindern, indem ich jetzt also schon mal vorher alles ratzekahl schneide. Und das ging nun nicht. Also habe ich dann gesagt, okay, fein. Dann miete ich mir jetzt halt einen Rasenmäher. Bei Obi kann man das ja. Ich war auch sehr zufrieden. Das war ein unglaubliches Stück Technik mit, allerdings mit Benzin. Ich habe ein bisschen ein Trauma, in Anführungszeichen, was Benzinrasenmäher angeht. Mein Bruder hat sich mit so einem Ding nämlich im zarten Alter von 7 Jahren mal den Finger, Mittelfinger der rechten Hand abgesäbelt. Das war, also da war ich nicht dabei. Aber ich hab das halt mitgekriegt, wie er dann stark blutend und schreiend natürlich nach Hause kam. Meine Eltern sind mit ihm ins Krankenhaus gefahren. Das hat alles in allem ein Jahr gedauert, bis der wieder einigermaßen ausgeheilt ist. Und man sieht das natürlich immer noch, dass der Finger so ein bisschen deformiert ist. Und seitdem hege ich ein Misstrauen gegen Benzinrasenmäher. Da kann noch so viel Sicherungshebel dran sein, das ist mir alles nicht geheuer. Nichtsdestotrotz musste ich das Ding jetzt irgendwie nach Hause kriegen und habe also mit versucht, das irgendwie ins Auto zu schaffen. Das war natürlich total dämlich, das hätte ich mir denken können, dass der, das war wirklich, also es ist ein Riesenteil, ne? So, weiß ich, keine Ahnung, irgendwie so ein Markengerät und dann, weiß nicht, was wird der breit gewesen sein, 1/2 Meter oder so ungefähr und ewig lang, also es war ein Mordstrom. Kurze Geschichte, der hat nicht ins Auto reingepasst. Also ja, vorne nicht, hinten nicht, das war alles irgendwie nicht machbar. Und nicht deswegen, weil ich ihn, also ich habe ihn dann schon reinheben können, aber er war halt zu groß für alle möglichen Öffnungen, die dieses Fahrzeug hat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann halt nicht. Und habe völlig frustriert dann den Heimweg zu Fuß angetreten mit dem Rasenmäher, weil es eben auch keinen Taxidienst in Husum gab, der sagte, ja, unsere Autos sind groß genug, das kriegen wir schon hin. Die sind alle ja wenig kooperativ gewesen. Also selbst die mit behinderten Fahrzeugen haben gesagt, das klappt nicht, der passt da bestimmt nicht rein, ohne dass sie jetzt geguckt hätten. Ne? Das war also schon gleich an der Hotline wurde ich da abgewimmelt, auch auf den expliziten Hinweis, dass da kein einziger Grashalm dran war, denn die haben das sehr, sehr gründlich sauber gemacht, dieses Gerät. Das war also, war alles nicht zu machen. Dann habe ich das Ding halt geschoben. Ungefähr 300 Meter vor zu Hause fiel mir auf, dass Obi wahrscheinlich auch Anhänger vermietet. Dann wäre natürlich meine Odyssee eine andere gewesen, aber naja, gut, jetzt ist es halt so, wie es ist. Am Endeffekt habe ich dann gemäht. Es war 8:15, als ich das tat, und mit diesem Monster von Rasenmäher war ich mit unserem kleinen Rasen dann auch, unserem kleinen Garten dann auch innerhalb von 10 Minuten fertig. Das Coole daran war, was ich überhaupt gar nicht geschnallt habe. Also, oder ich fange mal anders an. An der Stange, wo man den Rasenmäher dran schiebt, sind 2 Hebel. Und ich habe gedacht, okay, das wird die Sicherung sein, weil ich konnte den nicht anlassen, ohne die Hebel zu drücken. Und was ich aber nicht gemerkt habe, was mir erst nicht klar war, der untere der beiden Hebel ist ein Gashebel, weil dieser spezielle Rasenmäher einen eigenen Antrieb hat. Und dementsprechend habe ich also beide Hebel gezogen, habe den an der Schnur gerissen, um den anzulassen. Und der Rasenmäher zog mich durch den Garten. Ich sage, was ist denn hier passiert? Und habe also losgelassen, erst unten, dann oben. Und merkte, dass es unten eben ein Gashebel ist. Und das war es ist schon ziemlich cool, so ein Ding zu haben, dass das selber fährt oder dass man eben selber antreiben kann mit so einem Dings da, wo ich nicht also so viel Kraft aufwenden muss. Andererseits habe ich halt eine Rasenfläche von, ich weiß es nicht, keine Ahnung, 60 Quadratmeter oder so. Also ist jetzt nicht die Welt. Das wäre auch ohne gegangen, obwohl dieser spezielle Mäher doch ziemlich schwer ist. Warum habe ich gemäht? Es ging unter anderem darum, dass wir, also ne, was ich gesagt habe, wir fahren demnächst, sind eine Zeit lang nicht da und deswegen gibt es dann einen gewissen Bedarf dafür, den Rasen schon mal so kurz wie möglich gemäht zu haben. Und das war das eine. Und das andere war, dass wir am Freitag eine Grillparty gefeiert haben, hatten ein paar Leute da, so 12 bis 15 würde ich sagen. Und da wollte ich natürlich den Garten einigermaßen ordentlich haben. Und das war der Hauptgrund, die Party ist soweit gut verlaufen. Wir haben, das war sehr, sehr entspannt alles. Wir hatten noch ein paar Grillwürstchen übrig von einer anderen Veranstaltung. Die haben wir auf den Markt geschmissen. Ein paar Leute haben was mitgebracht, für sich selber zum Teil. Andere haben eine größere Menge dann gemacht. Es waren 2 Leute aus dem Iran da, die so ein persisches Hühnchen gemacht haben. So Chicken Wings im Prinzip, aber halt nicht scharf gewürzt, sondern sehr mild. Mit Mayonnaise und Joghurt und Zwiebeln und Paprika da reingeschnitten und darin so zu mariniert. Das war ausgesprochen lecker. Ganz, ganz zart und sehr, sehr schmackhaft.
ganz toll. Da wollte ich mir eigentlich das Rezept geben lassen. Naja, kann ich ja gleich schon wieder, muss ich gleich wieder mehr schlucken. Das war ganz toll. Wie gesagt, wir hatten Salate und Desserts und es war so eine angenehme, entspannte Stimmung einfach. Weißt du, so, ja, dann liegt da halt was drauf und jeder guckt mal so ein bisschen danach und wir schnacken miteinander und hier kommst du ins Gespräch, da ist noch irgendwas. Und es war richtig ein schöner Abend. Das hat sich richtig gelohnt und der Garten sah schön aus. So, wie das Spießer und Erwachsene halt so tun. Ich möchte jetzt bitte ins Bällebad. Das war übrigens nicht die Veranstaltung, für die ich schriftliche Einladungen verteilt habe. Die kommt noch in 2 Wochen. Aber auch da fühlte ich mich sehr erwachsen. Naja. Den Rasenmäher, von dem ich vorhin erzählte, habe ich übrigens am nächsten Tag zurückgebracht. Morgens um 8 stand ich schon gleich bei Obi vor der Tür und habe gesagt, hier habt ihr euren Kram wieder. Also war preislich übrigens ganz okay. Wir haben, ich glaube, irgendwie jetzt 28 Euro bezahlt. Okay ist das nicht. Wenn man bedenkt, dass das neue Blatt mich dann nochmal 20 kostet, um den anderen Rasenmäher zu reparieren. Aber wie gesagt, das dauert halt 14 Tage. Danach war ich dann noch einkaufen, stand bei einem Lebensmittelmarkt meines geringsten Misstrauens, gerade so in dem Frischbereich, habe also gerade Wurst gekauft. Und als ich so weggehe Richtung Kasse, bemerkte ich eine Frau, die einen Mitarbeiter zu sich winkte und ratlos vor der Kühltheke mit den Molkereiprodukten stand. Und die wollte dann tatsächlich eine Käsefachberatung haben, ist dazu aber nicht zur Käsetheke gegangen, worauf der Mitarbeiter mehrfach hinwies und sagte, da die Kollegen kennen sich da wirklich mit aus und da kriegen sie den Käse halt auch in der Menge abgeschnitten, wie sie wollen. Und sie blieb also standhaft, sagt, nein, nein, das soll schon abgepackter Käse sein und sie wollte da, keine Ahnung, und das müsste dieser und jener und so vom Geschmack her. Und ich habe mir das Schauspiel ungefähr 3 Minuten angeguckt, bevor ich dann weggehen musste, weil ich sonst ganz furchtbar angefangen hätte zu lachen. Also ich habe echt kurz an versteckte Kamera gedacht oder an Borat, wie er vor dem Käseregal steht und den Chef des örtlichen Supermarktes fragt, and what is this? Und der Typ erklärt ihm halt, ja, das ist Käse. Ah, Käse. Und dann geht er einen halben Schritt weiter und sagt, and what is this? Ja, das ist Käse. Das ganze Regal hier ist alles voll mit nur Käse. Ah, and what is this? So, also, und so ähnlich war diese Frau, die eine Fachberatung für Käse haben wollte von jemandem, der eigentlich da Regale einräumt mit anderen Artikeln und der mehrfach auf jemanden verwies, der sich besser auskennt und sagt, hier gucken Sie mal, und der Käse an der Käsetheke schmeckt in der Regel auch besser, weil der halt am Leib gereift und für ihre frisch abgeschnitten und so, nichts wollte sie nicht haben. Das war, ich hab da gar kein Wort für, ehrlich gesagt, das ist unglaublich. Ja, um das dann langsam zum Ende zu bringen, diese Folge, wir waren gestern noch beim Lampionfest in Friedrichstadt, das hatte ich ja auch schon ein, zweimal erzählt, das ist immer so einmal im Jahr, in diesem Holländerstädtchen auf den Grachten fahren dann mit Lichtern und Fahnen und sonst wie geschmückte Boote einmal durch die Stadt, drehen dann um und fahren nochmal den gleichen Weg zurück. Und das ist immer so richtig Volksfeststimmung. Also wir saßen da an so einem Platz in der Nähe vom Markt, auf der Wiese, auf dem so ein Hang, der runterführt zur Gracht. Und da waren an dem Flecken waren bestimmt 2.000-3.000 Leute, die da saßen. Und das war einfach eine richtig schöne, gelöste Stimmung. Da hatten Leute irgendwie Musik an und jeder hatte was zu trinken dabei. Da wurde gelacht und gekichert und dann kamen halt die Boote dabei. Die kriegten alle Applaus. Und wenn Musik war, dann wurde mitgeklatscht und die haben Kamelle geworfen und lauter so. Das ist wirklich toll. Und wir haben ein paar richtig schöne Boote gesehen. Zum Beispiel hatten zwei Typen ein Tretboot umgebaut zum Formel-1-Wagen. Davon habe ich ein Foto gemacht, das stelle ich euch in die Shownotes. Das sieht wirklich sensationell gut aus. Die haben sich da richtig viel Arbeit gemacht. Andere saßen dann einfach nur zwei junge Kerle. Die saßen mit Frack und Zylinder einfach in so einem Schlauchboot, in so einem Gummiboot, wo sie gerade so eben zu zweit reinpassten. Einer hat gerudert mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und der andere hat dann mit dem anderen Paddel gelenkt. Und dann hatten sie noch so eine rote Rundumleuchte dabei und das war's. Das ist ganz fantastisch. Also es ist einfach auch von der Stimmung her jedes Jahr wieder schön. Wer da mal in der Gegend ist, unbedingt vorbeigucken beim Lampionfest in Friedrichstadt. Aber das dauert jetzt wieder ein Jahr, bis das ist.
Was schneller geht, ist meine Rückkehr aus dem Urlaub. Ich habe es mehrfach erwähnt, wegen Wacken und diverser Freizeitverpflichtungen werde ich jetzt einfach mal eine Weile nicht da sein. Und zwar bis einschließlich 27. August gibt es keine neue Folge von Jörn Schaas feinem Podcast. Es gibt keinen Wie klingt dein Tag? Es gibt keinen High-Alarm, kein Nord-Süd-Gefälle, kein What's in your Pants. Die haben alle eigene Sommerpausen, je nachdem, wie wir wieder produzieren können. Das haben wir in den Podcasts und auf den Twitter-Kanälen alles schon erzählt. Ja, und dann, also ich muss sagen, ich freue mich da ehrlich gesagt drauf. Es ist, ich mache ja gerne diese ganzen Podcast-Produktionen, das ist eines meiner liebsten Hobbys im Augenblick, aber ich freue mich auch drauf, einfach mal unterwegs zu sein oder einfach mal zu sein, ohne daraus eine Podcast-Produktion machen zu müssen. Das ist auch mal schön, vom Hobby Urlaub zu haben. Ja. Ich erzähle mit Sicherheit ganz viel, wenn ich wieder da bin, aus dem Urlaub. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, mir irgendwelche Notizen zu machen. Das, woran ich mich danach noch erinnere, das wird dann hier Thema sein und alles andere fällt halt hinten runter. Ach so, genau. Ich werde in der Zeit aber nicht ganz aufs Internet verzichten. Ich habe mir tatsächlich ein GigaCube jetzt endlich bestellt an der Hotline von Vodafone, nachdem es ja im Laden nicht geklappt hat. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob das denn alles so hinhaut, wenn ich es an anderer Stelle in die Wege leite. Und das ist eine spannende Kiste. Es ist sehr, sehr aufregend und ich bin darüber gestolpert, dass ich einige Mails dann nicht richtig gelesen habe. Wenn man da telefonisch bestellt, schließt man ja einen rechtsgültigen Vertrag ab und im Vergleich zu anderen Läden, die das auch machen und wo es einfach nur reicht, am Telefon dann einmal, ja, ich bin einverstanden zu sagen, muss man bei Vodafone richtig ein Identitätsprüfungsverfahren durchlaufen und das war sehr aufregend. Also ich habe das an der Hotline bestellt und dann kriegte ich eine E-Mail, so, Sie haben jetzt hier diesen Vertrag und damit Sie das digital unterzeichnen können, müssen jetzt hier folgende Punkte passieren. Und dann kriegte ich also, und das habe ich eben an der Hotline nicht richtig verstanden, deswegen hatte das so ein bisschen Versatz dann und jetzt verzögert sich auch der Versand des GigaCubes ein bisschen ungünstig in die Wackenwoche hinein, aber das kriege ich zurecht. Und zwar muss ich also in einer Mail auf einen Link klicken, dann komme ich zu einem Drittanbieter für Identifikationsverfahren. Da kriege ich eine Vorgangsnummer und muss dann wieder auf einen Link klicken und dann geht ein Videochat auf. Das klappte am Laptop aus irgendeinem Grund nicht. Nee, also das ist Quatsch, ich habe es am Handy gemacht. Das klappte im Browser nicht, da musste ich mir also deren App runterladen. Dann ging ein Videochat-Fenster auf mit irgendeiner jungen Frau, die dann da mit Headset vor der Kamera saß und sagte, ja, ich möchte jetzt bitte dies und das und jenes tun und den Ausweis einmal auf den Tisch legen und so von bildfüllend den Ausweis ins Bild bringen und dann mit der flachen Hand zwischen Ausweis und Kamera zweimal durchwedeln, dann umdrehen, Adresse groß ins Bild, Ausweisnummer nochmal vorlesen und dies und das und dann ein Foto an mich ins Bild machen und zwischen Kamera und mir und meinem Gesicht hindurchwedeln mit der Hand und da bitte die Finger mal ausstrecken, damit ich also auch ganz beweisen kann, dass ich bin und dass nicht irgendwo dieser Videochat abgegriffen wird. Und dann war das alles, dann schickte sie mir eine Tarnnummer, die ich dann in mein Handy noch zusätzlich eintippen musste und dann wurde das Gespräch beendet mit dem Hinweis, jetzt sei alles erfolgreich abgeschlossen. Und witzigerweise bekam ich aber dann trotzdem noch 3 Tage lang Mails von Vodafone, so bitte schließen Sie den Identifikationsprozess ab, weil ich aber eben nicht richtig gelesen hatte. Denn was ich hätte machen müssen, wäre nach diesem Ding wieder auf den ersten Link klicken, den ich von Vodafone bekommen habe. Und da hätte dann gestanden, ja prima, der Videoteil der Identifikation hat geklappt, jetzt müssen wir digital signieren, dazu klicken Sie bitte auf diesen Link. Und dann kommst du wieder zu einem anderen Dienstleister, wo du dann den Vertrag lesen kannst und dann musst du nochmal hier und da und noch eine TAN generieren und ein Passwort und ein Zertifikat und hat alles in allem bestimmt eine Stunde gedauert. Nur dafür, dass ich jetzt eben eine Mail habe, wo drin steht, jawohl, hat geklappt, wir verschicken dann jetzt dann demnächst. Und dann wird er wahrscheinlich irgendwie Donnerstag oder Freitag hier sein. Und es ist dann so, dadurch, dass ich eben, dass ich diesen Vertrag abgeschlossen habe, dass ich dieses Identverfahren durchlaufen habe, darf auch nur ich den entgegennehmen vom Postboten. Das heißt, wenn ich nicht da bin und meine Frau aufmacht, wenn der Typ klingelt,
Dann sagt er, ja, ist denn ihr Mann da? Und dann sagt sie, nein, ich bin aber bevollmächtigt, das Ding entgegenzunehmen. Und dann sagt er, das ist mir egal, und nimmt den wieder mit und bringt den zur Post. Und dann muss ich dann am nächsten Tag dahin wackeln und das Ding holen. Nun bin ich ja planmäßig in Wacken. Aber das macht nichts, denn ich werde es einfach so machen, dass ich mal einen Tag, also ich bin ja sowieso entweder die ganze Nacht wach und fahre dann halt morgens zur Öffnungszeit der Bank hin, oder eben bevor ich nach Wacken fahre, schwinge ich mich einmal in Zug, Husum, Post, Heide, und dann wird es wohl irgendwie gehen, schätze ich mal. Das ist zumindest jetzt so der Plan. Das muss mir jedenfalls persönlich übergeben werden, und irgendwie werde ich das hinkriegen, und wir werden dann eben im Campingwagen den GigaCube mit dabei haben zum Testen, und ich nehme mal an, dass das Ding dann da drin stehen bleibt. Denn so, also klingt erstmal ganz vernünftig vom Modell her, dadurch, dass ich jetzt aus dem Rahmenvertrag ausgeschieden bin und normaler Vodafone-Kunde bin, zahle ich jetzt auch 24,99 statt 34,99. Heißt, ich habe mit meinem normalen Handyvertrag einen Rabatt erworben, und das ist natürlich auch ganz praktisch. Ja, und jetzt habe ich so viel über den GigaCube gesprochen, dass ich langsam einen Affiliate-Link für Vodafone generieren könnte. Nein, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das tue. Ich finde einfach das Konzept sehr clever. Und auch darüber werde ich euch erzählen, wenn ich am, also nach dem 27. August die nächste Folge veröffentliche, wann auch immer das sein wird. Mutmaßlich dann ja 7 Tage später. Ja, lasst euch überraschen, wann die nächste Folge von Jörn Schaas Feinem Podcast wieder auf euch zurollt. Ich wünsche euch was, nämlich einen fantastischen August, und wir hören uns dann im September wieder. Tschüss!